Herzlich willkommen. Ich habe ja ein ganz neues Programm gemacht. Gags Bomb, da bin ich jetzt auf Tournee. Wir machen eine Art Tampax-Tournee. Jeden Monat einen grossen Auftritt. Und viele Leute haben ja mein Gefühl, Komiker, das ist ein einfacher Job, oder? Aber die sehen natürlich nur so die zwei Stunden auf der Bühne, was alles zusammenhängt, oder? Man muss ja auch da sein für seine Fans, oder? Das macht man ja gerne. Letztens sind gerade so 12 Frauen gekommen von einem Weight Watchers Club. Sie haben so ein Meet and Greet welle, oder? Meet and Greet. Habe ich halt die Greeten gemietet. Aber nein, das klingt jetzt blöd. Oder? Man macht das gern, oder? Und es kommt ja auch immer sehr viel zurück von den Fans, oder? Gerade letztens ist etwas passiert, was in 38 Jahren noch nie passiert ist. Hat eine schöne Frau, eine Fanin, schöne Frau, hat mich eingeladen, 14 Tage mit ihr in die Ferien auf die Malediven. Weil ihr Traum sei, mal mit Walfisch zu schwimmen. Aber was relativ schwierig ist, oder? Es werden natürlich alles ein Foto machen. Und jetzt bin ich am Bellevue gewesen, am Brotostand. Dort hat gegessen und da sind drei junge Frauen gekommen und haben gefragt, ob sie wieder ein Selfie machen mit mir. Ich habe gesagt, oh nein, das ist mir zu gefährlich, oder, wenn ich da die Brotwurst ein bisschen falsch habe. Aber nein, ich bin auch nicht gerne auf Fotos. Gut, wenn ich heute ein Ganzkörperfoto machen will, muss ich ja das bei Google Earth bestellen. Aber letztes Jahr habe ich gemeint, ich habe ein Kilo abgenommen, oder? Habe ich aber gesehen, das Zahnfleisch ist drauf. Man muss sich ja schon ein bisschen schauen, oder? Man muss schon ein bisschen schauen, vor allem so als Single, oder? Muss man auch schon ein bisschen auf sich schauen. Ich kann euch sagen, so als Single mit über 60 in einer Bar, oder? Kommst du dir also manchmal schon ein bisschen vor wie so einen Cremeschnitten am Samstag um 4 Uhr in der Migro. Mit einem 50% Etikettli. Aber nicht etwa im Sinn von, oh, günstige Gelegenheit. Sondern mehr im Sinn, nehmen Sie mit, sonst schwimmen Sie fort. Aber das hat jetzt gar nichts zu tun mit dem Lied. Darum habe ich die Einleitung gebraucht. Und das Lied geht so. Ja, heute am Morgen früh, da hast du schon gedacht, das geht ein Tag, wo dir niemand etwas schenkt. Du hast im Gespür gehabt, sie hat einen anderen Mann. Du hast zuerst gemeint, es sei nur ein Spass, aber deine Sachen liegen tund auf der Strasse. Du bist eine arme Sau, du bist eine arme Sau. Aber immerhin, sie hat noch gepackt für dich. Aber schon als Bub, das kann man heute sagen, hast du müssen Kleider austragen. Und das Schlimmste dabei sind alle Schwestern gewesen. Du arme Sau, arme Sau. Du bist ein herziges kleines Krokodil, doch von deinem Leben hast du im Zoo nicht viel. Und all Verwandte sind schon gestorben, sind alles Handtäschli geworden. Ausser dem Kurt, der ist ein Gurt. Du wärst doch ein goldiger Hamster, doch der, der das Käfig gekauft hat, ist ein Gangster. Ja, das ist doch zu klein. Wo bleibt da Amnesty? International. Hat nicht mehr Platz gehabt. Er meint, er habe an alles gedacht und hat so ein doofes Rädchen reingehängt. Du sagst, dem spinnt's im Hirn. Hätt lieber ein Flachbildschirm. Du arme Sau, arme Sau. Du isst gerade einen feinen Biosalat. Der Schneck ist gefressen, du merkst es zu spät. Du siehst, und das ist der Gag. Es hat dort noch einen zweiten Schneck. Sie ist seine Frau.
komm, friss sie doch auf. Schau sie doch an. Sie wird zu ihrem Mann. Sie ist eine arme Sau. Und du doch auch. Yeah. Die Trouble! That's it.